Der amerikanische Künstler Andy Warhol ist sicherlich eine der Ikonen der Kunstgeschichte. Seine Werke sind für viele Sinnbild der modernen Kunst, als originell und neu von vielen geliebt, als Epigonen von anderen belächelt. Warhols Serie von Druckgrafiken der Produkte des Konservendosenherstellers Campbell repräsentiert alles, was die ab den 1960ern in den USA entstandene Stilrichtung der Pop Art charakterisiert. Pop-Art wird eine gleichzeitig und unabhängig voneinander in den USA und Großbritannien entstandene Richtung der bildenden Kunst bezeichnet, die sich in einer für Betrachter nicht immer eindeutigen Mischung aus Ironie und Verherrlichung mit der Konsumkultur und Massenproduktion der Gegenwartsgesellschaft auseinandersetzt. Der Begriff beschreibt dabei allerdings recht heterogene, formal und ästhetisch nur bedingt einheitliche Gestaltungs- und Ausdrucksformen. Auf den Druck und die Sparmaßnahmen der Nachkriegszeit folgte ab den frühen 1950ern der Überfluss und Wohlstand der Konsumgesellschaft. Nicht nur in den USA bildete sich sehr schnell ein breiter und durchaus vermögender Mittelstand, der das verdiente Geld ausgeben wollte und dies auch ausgiebig tat. Die 1950er wurden empfunden als eine Zeit der Stabilität und des materiellen Überflusses. Für zahlreiche bildende Künstler wird das Interesse an diesem Alltag mit seiner unermesslichen, überwältigenden Zahl an Produkten in Werbung, Fernsehen oder Comics, die Fülle an Gebrauchsobjekten und Konsumgütern zum Motiv und zeitgleich zum wesentlichen Gestaltungsmittel. In teilweise sehr konkreter Weise werden die Produkte des Konsumkapitalismus gestalterisch aufgegriffen, Künstler inkorporieren sie in die eigenen Werke, nutzen die Produkte, um mit ihnen und aus ihnen Kunst zu schaffen. Die Collage "Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?" des englischen Malers Richard Hamilton von 1956, anspielend auf Pin-Ups, Fernsehen, Groschenheftchen, Konservenwelt, kann als erstes echtes Werk der entstehenden Strömung gesehen werden. Sie besteht aus Schnipseln und Ausschnitten verschiedener Magazine, Kataloge oder Werbemittel. Hamilton selbst lieferte zu seinem Werk auch gleich seine Definition von Pop Art. Pop Art is popular, transient, expendable, easily forgotten, low cost, mass produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous and big business. Die Pop Art ist grundsätzlich als Reaktion auf den sogenannten abstrakten Expressionismus der späten 1940er und 50er zu begreifen. In den Augen der Pop-Art-Künstler war dieser zu einer Kunst jener elitären oberen Schichten verkommen, die in der Kunst besonders eine Wertanlage sahen. Die Inhalte des abstrakten Expressionismus seien auch zu intellektuell und böten dem durchschnittlichen Betrachter wenig Halt. Aufgabe der Pop-Art-Künstler sei es, wieder einen Bezug zwischen der Kultur und dem echten Leben herzustellen. In der amerikanischen Kunst setzte die Entwicklung zur Pop-Art mit Robert Rauschenbergs Combine Paintings ein, die Warenhausutensilien und diverse Abfallprodukte wie Fotos und Stofffetzen in das gemalte Bild einfügten. Jasper Jones schuf 1958 mit seinen Fahnenbildern in ihrer direkten, farbintensiven und lapidar einfachen Bildsprache die ironische Antithese zum abstrakten Expressionismus. Er selbst wehrte sich aber zeitlebens gegen die Zuordnung zur Pop-Art. Mit Künstlern wie Klaas Oldenburg, Roy Lichtenstein und Andy Warhol erlebte die Pop-Art in den 1960ern ihre Blütephase. Sie hatte inzwischen von den Dadaisten der späten 1910ern und 20ern auch Ideen der Rebellion gegen etablierte, aber hohl wirkende Formen der künstlerischen und gesellschaftspolitischen Konvention aufgenommen, griff Collage, Montage, Ready-Made und Methoden der fotografischen Reproduktion auf und nahm sie in die eigene Gestaltungssprache auf. So wurden Serien von mehreren Bildern zu einem Thema oder Motiv, Reproduzierbarkeit durch Drucke, leuchtend bunte Farbzusammenstellungen, große Formate, stilisierte Bildmotive, aus dem Pressedruck übernommene Rasterpunkte, eine an der Werbung orientierte Ästhetik zu den wesentlichen Merkmalen der Pop-Art, deren Ästhetik mit Künstlern wie Keith Haring
weit in die 80er Jahre nachwirkte. Andy Warhol, geboren 1928, gilt als Mitbegründer und bedeutender Vertreter der amerikanischen Pop-Art. Seine künstlerische Karriere begann bereits in den 1950er Jahren als Grafiker und Illustrator für Mode-, Hochglanz- und Lifestyle-Magazine. Er entwickelte sich schnell zu einem der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. In seinen wechselnden Ateliers, programmatisch Factories, also Fabriken genannt, produzierte er mit Künstlerfreunden und Assistenten. Anfangs waren diese auch soziale und intellektuelle Hotspots, bohemianartiges Experimentierfeld und Drogenumschlagplatz zugleich. Nach den anarchischen 60ern aber wich das einst spontan zusammengewürfelte Atelier einem finanzorientierten Hochglanz-Kunstkonzern inklusive Vorstand und Geschäftsführern. Denn Art is Business, wie Warhol es selbst trocken formulierte. Ab Mitte der 1970er betrieb Warhol Kunst, denn auch rein kommerziell, schuf gegen gute Bezahlung Werke für Prominente oder für Großkonzerne. Seine Bedeutung als Künstler kann darin gesehen werden, dass er die Möglichkeiten neuer ästhetischer Ausdrucksweisen schnell erkannte, zum Beispiel Videokunst in den 80ern oder digitale Bilder in den frühen 90ern. Er hinterließ bei seinem Tod 1987 ein umfangreiches Gesamtwerk, das von einfachen Werbegrafiken bis zu Gemälden, Objekten, Filmen und Büchern reicht. Spannend sind die Time Capsules, also Zeitkapseln, die er seit den frühen 70ern anlegte. In insgesamt mehr als 600 Umzugskartons hat Warhol bis zu seinem Tod alles gesammelt, was ihm wichtig oder weniger wichtig war. Wie andere Pop-Art-Künstler verwendete Warhol eine Bildsprache, die ein breites Publikum erreichte. Seine Motive zog er dabei aus Comics, der Werbung, Fotografien von Musik- und Filmstars sowie aus den einschlägigen amerikanischen Boulevardzeitungen. Mit der Bildsprache der daraus entstehenden Arbeiten entzieht sich Warhol der klassischen Herangehensweise der analytischen Werkbetrachtung. Dies liegt begründet zum einen in dem Unterlaufen von Kompositionsvorstellungen, aber eben auch in der trivial erscheinenden Motivik. Mit den im Jahr 1962 entstandenen Dosen der Campbell's Soup-Reihe reproduzierte er ein Objekt des hier im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehenden Massenkonsums. In einer 32 Leinwände umfassenden Serie zeigt Warhol alle zu der Zeit erhältlichen Geschmacksrichtungen des Suppensortiments der Marke, von Tomatensuppe über schwarze Bohnen bis hin zur Zwiebelsuppe. Warhol stellte diese Bilder in einem systematischen, mehrstufigen Prozess her. Zunächst skizzierte er die projizierte Form jeder Dose mit Bleistift auf die ca. 51 x 40 cm große Leinwand. Der charakteristische Markenschriftzug wurde direkt auf die Leinwand projiziert und dort sorgfältig nachgezeichnet. Hierbei wurden Formen und plastische Effekte im Stil der Linie Claire Comics reduziert. Anschließend wurden die Zeichnungen mit Dispersionsfarbe akribisch genau von Hand ausgemalt. Technisch, emotionslos und sachlich dominieren die vereinfachten Dosen anschließend den weißen Raum der Leinwand. Gleichheit lautet scheinbar ihr Prinzip. Selbst die allegorischen Figuren der Goldmedaillons auf der Trennlinie zwischen Rot und Weiß des Etiketts sind in der malerischen Ausführung zur simplen Scheibe verflacht. Durch die Wiederholung des immer wieder fast identischen im Stil einer gedruckten Reklamegrafik daherkommenden Bildes betonen die Leinwände die Gleichförmigkeit und Allgegenwärtigkeit der Produktverpackung. Sie untergraben dabei gleichzeitig die Vorstellung von der Malerei als Medium der Erfindung, der Originalität, der Einzigartigkeit und damit deren Abgrenzung zur massenhaft reproduzierten, trivialen Populärkultur. Bereits Ende 1962 verwendet Warhol beim selben Motiv in der Herstellung dann auch den Siebdruck, ohne weitere manuelle Fertigung oder Bearbeitung. Gern bedient er sich der durch die technischen Mittel gegebenen neuen Produktionsmöglichkeiten und gibt sich dabei ganz pragmatisch. Technische Mittel sind aktuell und indem ich sie verwende, kann ich mehr Kunst zu mehr Leuten bringen, sagte Warhol. Ich denke nicht, dass Kunst nur für einige wenige sein sollte. Kunst sollte für jedermann erreichbar sein. Doch warum überhaupt Campbell's Soup als Motiv? Warhol selbst behauptete wiederholt, er habe viele Jahre lang fast nichts anderes gegessen. Wohl eher eine Legende.
Viel entscheidender war sicher, dass das Produkt mit seinem stabilen Preis und dem seit 50 Jahren nicht veränderten Etikett quer durch alle Altersstufen und sozialen Schichten hindurch bekannt und als Alltagsgegenstand fest verankert, emotional aufgeladen war. Aus simpler Tomatensuppe wird so ein nostalgisches Vanitas-Stillleben, die Konserve einer guten alten Zeit inmitten einer Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet. So lassen sich Austauschbarkeit und das Gefühl der Vereinheitlichung aus den verschiedenen Geschmacksrichtungen der 32 Dosen ebenso herauslesen wie die Individualität des Einzelnen, die mit der Konsumgesellschaft der 60er Jahre zu verwässern beginnt. Gleichzeitig suggerieren die scheinbar identischen Dosen eine Wahlfreiheit, die sich letztendlich nur als Scheinvielfalt entpuppt. Die Dosen vermitteln dennoch den uramerikanischen Anspruch auf Equal Rights, auf gleiches Recht für alle. Warhol selbst verweist darauf. Das Tolle an diesem Land ist, dass Amerika die Tradition begründet hat, dass die reichsten Verbraucher im Wesentlichen die gleichen Dinge kaufen wie die ärmsten. Sie können im Fernsehen Coca-Cola sehen und wissen, dass der Präsident Cola trinkt, Liz Taylor trinkt Cola und sie denken einfach, sie können auch Cola trinken. Eine Cola ist eine Cola und für kein Geld der Welt kann man eine bessere Cola bekommen als die, die der Penner an der Ecke trinkt. Alle Colas sind gleich und alle Colas sind gut. Liz Taylor weiß es, der Präsident weiß es, der Penner weiß es und sie wissen es. Mit Warhols Suppendosen ist der Zeitgeist in der Kunst angekommen, der Massenkonsum als Herzstück der amerikanischen Gesellschaft entlarvt. Im Grunde eifert Warhol dem industriellen Suppenhersteller Campbell nach. Seine Kunst soll, wie die Suppe, massenhaft allen Kunstkonsumenten zur Verfügung stehen. Damit wird das leicht Verfügbare, das scheinbar Banale der Kommerz zum Thema und Inhalt der Kunst, zugleich zu seiner Erscheinungsform. In der Folge wird die Serie, die Reproduktion, die beliebige Wiederholbarkeit zu dem Markenzeichen Warhols. Es ist paradox. Das technische, austauschbare und unpersönliche macht seine Werke unverwechselbar. Vielleicht gilt auch deshalb die erste Präsentation von Warhols 32 Campbell Soup Cans, finanziell übrigens gar kein Erfolg, kunsthistorisch als ein Wendepunkt. In der veranstaltenden Ferris Gallery in Los Angeles standen die Werke auf schmalen Wandregalen wie in einem Supermarkt. Die Gäste liefen meterweise an Suppendosen vorbei, eine Erfahrung, die dem alltäglichen Einkauf von Lebensmitteln gleichkam. Die alltägliche moderne Warengesellschaft bestimmt nun also plötzlich auch die Kunst. Vielleicht auch aus dieser widersprüchlichen, simultanen Erfahrung von Hochkultur und Konsum und dem daraus resultierenden Widerspruch zum tradierten Kunsterleben heraus gab es dann auch teilweise eine starke Ablehnung der Werke von Seiten der Kritik, während ein anderer Teil des Publikums allerdings schlichtweg begeistert war. Warhols Galerist war sogar so überzeugt von der Serie in ihrer Gänze, dass er bereits verkaufte Exemplare zurückforderte. Heute hängt die Serie übrigens vollständig in der Gallery of Modern Art in New York. Übrigens, ein der Ferris Gallery benachbarter Kunsthändler stapelte aus Protest echte Campbells Dosen in seinem Schaufenster, versehen mit dem ironischen Hinweis: Hier sind sie billiger. Das ist wohl auch so geblieben.